Richtiger Sohn. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Vor 9 Stunden. Komm, wir gehen rein. Oh nein. So, wir gehen rein. Ihr redet schon mal zu stark, Digga. Gucken, was er heute wieder gemacht hat. Oh nein. Bruder, wie checkt der noch immer nichts? Boah, ich würde mich auch so erschrecken, ne? Ich würde mich so erschrecken, wenn ich auch noch Kopfhörer anhab. Hey. Hörst du gerade Musik? Ja. Darf ich fragen, was du für ein Lied hast? Der arme Digga. Darf ich das einmal hören? Der war mies erschrocken, Bruder. Ja. Das ist gut, ja. Bisschen lauter. Lauter! Ja. Geht das noch lauter? Nein. Kannst du den Bass irgendwie noch ein bisschen stärker machen? Nein. Okay. Das ist echt gut. Ist das von dir? Das ist jetzt rausgekommen. Hast du das produziert? Nein. Das ist Holsey. Bist du diese Holsey? Nicht. Nein, ich kann das ja nicht. So schlecht, Digga. Der ist ja süß. Darf man den mal streichen oder ja, greift er an? Nee, er tut nichts. Okay. Ey, das ist nicht dein Herz. Ey, Bruder, nein. Das hat er nicht gemacht, Bruder. Springt nur, aber das... Oh. Ah, okay. Was ist das für eine Rasse? Ich kenne mich ein bisschen mit Hunden aus. Das ist schon ein Hundesohn, oder? Ja, genau. Ja, oh. Das ist schon ein Hundesohn, oder? Das ist gerade im Training. Ah, okay, dann will ich nicht weiter stören. Wer ist er? Ist aber schon jetzt ein richtiger Hundesohn oder ist das ein Mischling? Ja, okay, dann. Ich dachte, du bist vielleicht DJ oder so. Ich mag Musik. Ich will später was mit Musik machen. Ja, definitiv, aber... Was möchtest du mit Musik machen? Selber singen, selber produzieren, aber mehr in die Hip-Hop-Area. Kannst du rappen? King, dass der Typ instant so gesprächig ist, ne? Die reden jetzt gerade einfach über Musik. Ich kann singen. Okay, let's go. Was geht? Du musst einsteigen. I know. Aber ich werde es nicht auf Kommando machen. Ah, hör mal! Das Ding ist. Ah, hör mal! Was willst du in so einem Moment machen, Bruder, wenn er das sagt? Was willst du machen, Bruder? Du kannst ihn doch nur angucken und lachen. Was willst du sonst machen? Willst du aufstehen und ihm angeben, Bruder? Was? So. Der schreit dich einfach random an. Hallo, guten Tag. Wollen Sie auch rein? Ja. Darf ich mich kurz vorstellen? Jus? Ach so, nee. Weg. So. Bitte? Das ist der von YouTube. Ja. Der mit der Mord. Na, hör mal. Hey Jungs, was gibt's hier heute? Was für ein Schreiner? iPhone 14. Das hab ich gar nicht gesehen. Sorry Leute, ich muss wegen Gamescom hier ein bisschen hin und her schreiben. Tut mir leid. Was gibt's hier heute? Der mit der Mord. Na, hör mal. Hey Jungs, was gibt's hier heute? Was für ein Schreiner? iPhone 14. Das ist der von Na Hör mal. Gecheckt? Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Irat, schon du? Jaboline. Jaboline? Jaboline. Jaboline? Ja. Das hört sich gut an. Wie so eine. Wie eine Fluggesellschaft, ein bisschen. Steigen Sie ein bei Jaboline. Bruder, im Hintergrund ist. Verzeihung, mein Kleiner, dürfte ich hier noch sitzen? Ja, klar. Super, danke. Ey, du weißt, der ist einfach viel zu nett und er wird jetzt wieder einfach totgetrollt von ihm. Es wird jetzt wieder. Kann ich dir eine lustige Story erzählen? Gerne. Habt ihr kurz Zeit oder seid ihr gerade irgendwie auf den Sprung? Wir haben Zeit. Weil bei mir ist es so, ich war Fußmodel. Aber das ging halt nur eine Zeit lang, weil irgendwann ist leider was Doofes passiert. Da bin ich im Türrahmen hing ich fest mit meinem Fuß. Ich bin mal in so einer doofen Schießerei geraten.
da hat man mir quasi durch den großen Zeh geschossen. Also war ein glatter Durchschuss, die Kugel ist durchgegangen. Ich habe dann auf meinen Zeh geguckt und mein Zehennagel, der war quasi... Bruder, hättest du ruhig stehen lassen im Ravishing. Ich sag dir ehrlich. Halb ab. Der hatte verschiedene Farben, lila, blau, der hätte es verdient vom Chat. Da habe ich halt bei mir an der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich habe mir halt den Fuß richtig eingehauen und der ist jetzt ein bisschen entstellt, ist das ein Problem oder so. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst halt nicht mehr für uns arbeiten, weil dein Fuß war alles, was wir brauchten. Verstehst du? Aber ich bin natürlich berufsunfähigkeitsversichert gewesen und deswegen kriege ich... Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja, während ich mit dir einfach sitze und dir davon erzähle. Ich habe jetzt halt quasi das Geld abgehoben, aber ich habe, kennt ihr Dyskalkulie? Das ist halt, wenn man eine Mathe-Schwäche hat. Und ich wollte nur fragen, ob einer von euch das einfach einmal für mich zählen könnte. Das ist nicht schlimm. Dankeschön. Jeder Vierte in Deutschland ist davon betroffen, dass er mal berufsunfähig ist in seinem Leben. Und da habe ich eine ganz coole Sache für mich einfach irgendwann entdeckt, und zwar Clark. Das ist einfach so eine App, die kann genau gucken, welche Versicherung am besten zu dir passt, wo du am besten sparen kannst, gute Expertise, suchen die besten Angebote für dich raus. Ja, und das Ganze ist... Bruder, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so gelangweilt aussah wie ich. Kostenlos, also da muss ich nicht mehr überlegen. Bruder, ne? Er denkt sich, ja okay, Bruder, tamam, aber wann gehst du jetzt endlich? Ist doch schön und gut, dann mach doch. Das hat mir so viel Geld einfach eingebracht. Ich gehe manchmal einfach auf die Straße und schenke Leuten Geld. Einfach, weil ich jetzt gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Weißt du? Hast du auch solche Probleme manchmal? Nein, gerade nicht. Okay. Gerade nicht! Gerade nicht, Bruder. Gerade nicht, aber manchmal ab und zu doch schon, ich verschenke. Was machst du so? Ich bin ein Student. Ich arbeite gerade bei H&M. Da musst du ein bisschen jobben, damit du das bezahlen kannst. So, ich meine, Studienfinanzierung. 450, 500. Ey, der arme Bruder. Und der erzählt da, dass er einfach... Hast du über 500 Euro? Okay, alles klar. Ja, das kannst du behalten, danke. Ich habe einfach jemanden gesucht, der mir hilft. Und ich bin da sehr dankbar für, deswegen würde ich dir das Geld gerne schenken. Würde ich ihn nicht kennen, ne? Dann würde ich vielleicht denken, dass er irgendwie nicht ganz hell in der Birne ist, Bruder. Ich glaube, ich würde dann sagen, nee, Bro, nimm das mal bitte lieber. Ich glaube, ich würde denken, weil kein normaler Mensch verschenkt ja Geld einfach so. Ich würde dann denken, vielleicht ist er auf irgendwas drauf oder vielleicht, keine Ahnung, hat er irgendwas, weißt du? So. Da könnte man... Ich würde denken, Schwarzgeld. Unterstützung bestimmt gebrauchen, oder? Ja. Klar. Ich würde nicht direkt denken, Schwarzgeld, aber es gibt doch so halt, ne, dass er vielleicht irgendwie krank ist oder so, weiß man ja nicht. Das kann nicht sein. Hier, ich habe ein bisschen für dich. Nee, das kann nicht sein. Guck mal, hier ist zum Beispiel was anderes, Bruder, wie er sich freut. Annehmen, das für dich. Nein. Süß, Digga. King. Echt jetzt? Ich nehme es auch nicht mehr zurück. Echt? Klar, das gehört dir. Nein. Einfach nur eine Kleinigkeit, als kleine Unterstützung. Jo, danke. Ich will anderen irgendwie einfach irgendwie was zurückgeben. Darum geht's mir nur. Falls du auch irgendwie Interesse an der Clark-App hast, musst du einfach den Code IRAS45 eingeben, dann kannst du noch 45 Euro zusätzlich bekommen. Ja, als ob die es bis jetzt noch immer nicht gecheckt haben, dass er es ist. Das verändert mein Leben so. Wirklich? Ja. Danke. Ich mach das gerne. Mehr wollte ich auch nicht. Schönen Tag noch, ja? Ciao. Ding, Alter. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, okay? Auch so. Ja. Danke. Ciao. Ciao. King. Oh, guck mal, der freut sich noch mies ab danach, ne? Sympathisch, Digga. Entschuldigung, kurze Frage, ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Ich suche, hier ist ja dieses Zentro, ich suche da drin Galeria Kaufhof. Normalerweise, wenn du durch die Oase gehst, auf der linken Seite. Genau durchgehen und dann da ist eine Rolltreppe noch nach oben und dann links. Also ist nicht weit, eigentlich gerade durch die Fressmeile. Ey, ich könnte doch gar nicht ernst bleiben, wenn ich jetzt wüsste. Achso, ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier, aber... Hier ist ja dieses Zentrum und ich suche dieses Galerie Kaufhof. Ja. Da rein, Treppe hoch, links. Okay, also wenn ich da reingehe, dann die Roll. Jetzt ist der Punkt bei ihm eingetroffen, Bruder, wo er auch keinen Bock mehr hat zu erklären. Gleich wird er richtig wild, aber ich bin ja mal wild hier gleich. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier, aber wenn ich da reingehe... Guck mal, wie er ihn anguckt.
Haben wir? Doch, die Rolltreppe links. Genau. Der ist so mies angecringed von der Situation. Wo muss ich noch hin? Galerie-Kaufhof, genau. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Wo muss ich nochmal hin? Ich will zum Galerie-Kaufhof. Ey, der denkt doch, dass er auf Teile oder irgendwas ist, Bruder. Dass er auf irgendwas ist er doch drauf, Bruder. Ich muss dann die Rolltreppe rechts, den Aufzug links nehmen. Wo muss ich nochmal hin? Ich komme nicht von hier. Nee, alles gut, habe ich verstanden. Aber und dann nehme ich die Galerie-Kaufhof zur Rolltreppe hoch. Und wenn ich dann an einem Aufzug bin, frage ich, wo ich die Rolltreppe... Nee, genau. Galerie-Kaufhof muss ich. Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Ist okay, habe ich verstanden. Ich nehme die Rolltreppe auf der linken Seite. Warum hat er sich jetzt auf eine Mülltonne gesetzt, Bruder, hä? Die Diagonal vom Aufzug und gehe dann rauf zum Zentrum. Hm? Im Zentrum finde ich die... Bruder, du musst erstmal Dings Alk-Exen, sonst kommt er auf die Situation gar nicht mehr klar. Ich komme nicht von hier. Ich komme nicht drauf. Also, wie gesagt, geh am besten da zum Eingang und dann fragst du da nochmal. Okay. Dann bist du schon mal ein Stück näher dran. Aber wir müssen jetzt auch weiter. Ja, der Eingang. Genau. Alles Gute, ne? Okay, danke. Ich muss zum Aufzug. Link. Aufzug oder Rolltreppe? Am Eingang fragen. Aus Eingang. Soll ich ehrlich sein? Der Typ war aber mies geduldig. Der war wirklich sehr, 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 sehr geduldig, Bruder. Aus Eingang. Soll ich ehrlich sein? Ich habe dich hier nicht einfach so ausgewählt. Ehrlich gesagt, ich kannte das Lied schon längst, was ich da gehört habe. Oh nein. Bitte mach dem keine falschen Hoffnungen jetzt. Bitte nicht, Bruder. No way. Bitte nicht, Bro. Nein. Bitte mach dem keine Hoffnung jetzt. Stellt euch vor, er sagt ihm jetzt hier, ich komme von dem und dem Label. Ich bin hier, um dich zu signen. Und dann hat er irgendwas gefaked. Ey, das wäre wirklich... Das macht er aber nicht. Musikgeschmack wissen, weil ich bin Talentsucher. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Auge dafür, wenn Leute Potenzial haben. Was war das gerade da im Bild? Weil ich bin... Ich kannte das Lied schon längst, was ich da gehört habe. Ich wollte deinen Musikgeschmack wissen, weil ich bin Talentsucher. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Auge What dafür. What the fuck, Alter? Einfach jemanden... einfach Orbs. Eintragen, Leute. J-drücken, eintragen. Ein paar Sachen, ein paar Hinweise, ein paar weitere Cues. So, und deswegen... Da spuckt einfach einer. Ich sag euch ehrlich, früher in der Schule so, wo ich irgendwie in der Grundschule war und die Älteren gesehen habe, wie die das gemacht haben, so, da fand ich das immer so irgendwie, weiß ich nicht, man dachte irgendwie, das wäre cool, aber das ist absolut peinlich, Digga, und weird Champ, wenn man auf den Boden spuckt. Gar nicht geil. Deswegen habe ich dich erstmal gesehen und wollte einfach nur mal gucken. Deswegen, ich will jetzt... Einfach ekelhaft, ja, absolut ekelhaft und asozial, wirklich die richtig Abturns vor Leuten, die das machen. Also ich spuck auch auf den Boden so, aber nicht irgendwie irgendwo in der Innenstadt, sondern wenn ich gerade am Waldweg unterwegs bin und ich habe irgendwas verschluckt oder ich habe Rotze im Maul oder was auch immer, dann spucke ich mal kurz auf die Seite, Digga. Aber nicht so, Digga, auf dem Boden, auf dem Schulhof oder in... Ganz ekelhaft, ganz weird, Digga. Vorschlagen, ich mache also sogenannte Beatbox, aber es geht mir mehr darum, deinen Gesang mal zu hören. Bist du dabei, Erbolino? Was? Deswegen habe ich dich erstmal gesehen und wollte einfach nur mal gucken. Deswegen, ich würde jetzt vorschlagen, ich mache also sogenannte Beatbox, aber es geht mir mehr darum, deinen Gesang mal zu hören. Oh nein, Bruder, hör doch auf. Bist du dabei, Erbolino? Komplett unnötig, außer man hat irgendwas im Mund. Ja, genau. So, wie gesagt, wenn jetzt gerade jemand am Sterben ist, Bruder, dann... Ich kann es versuchen. Ey, der arme Bruder. Ey. I don't need you. I love you, but you don't love me so. Okay, es war gut. Ich würde dich sein. Der Arme will durchziehen. Der will packt seine Sachen schon. Der will schon abhauen. Wohin? Setz dich mal hin, trink mal einen Chai. Setz dich mal hin, Bruder, du bist noch nicht fertig.
mein Manager ruft dich nächsten Monat an. Ey, der arme Bruder. Oh nein. Ey, das tut mir voll leid. Auch wenn es mies lustig ist, aber es tut mir wirklich leid gerade für ihn. Sigrid, mein Manager. Ey, Bruder. Ey. Manager, heißt ich sein? Mein Manager ruft dich. Ich sag euch ehrlich, mit bisschen Autotune auf die Stimme, das geht übertrieben ab. Bisschen Autotune, ein bisschen Nonsense. Dann auf TikTok hochladen, fertig. Ist durch der Braten, Bruder. Brauchst auch nichts machen. Nächsten Monat an. Sigrid, mein Manager heißt Sigrid. Er ruft dich an. Bisschen Willy Wong, ja, Bruder, und dann geht das. Ja, das fand ich auch, Bruder. Das war auch schon sehr bodenlos von ihm, Bruder. Also das hätte ich auch, das war schon wirklich sehr, sehr hart, Bruder. Sowas hätte ich nicht gedacht bei ihr. Danke. Okay, es war gut. Vor allem, er war noch mies korrekt, so, weißt du, er ist so ein schüchterner, korrekt. Ich würde dich sein. Mein Manager ruft dich nächsten Monat an. Sigrid, mein Manager heißt Sigrid. Danke. Er ruft dich an. Erklärt doch auf. Ja, chill doch, ich rede doch auch nur bis hierhin. Ich weiß doch noch, dass noch gleich was kommt. Wir schießen doch auch nicht, oder wir haten doch nicht. Alles nur auf lustig, Leute, entspannt euch. Dein ist durchgedreht im Chat. Erklärt doch auf! Okay, entspann dich, wir haben noch 2 Minuten sogar. Ja, mach ich. Eine Minute. Gerne. Ja. Ey, du bist ein Killer, ja. Danke, Digga. Wir filmen da hinten mit versteckter Kamera. Wir machen spontane Comedy. Ich spreche einfach immer Leute an und suche nach lustigen Situationen, die entstehen. Und ich fand die Situation jetzt richtig cool mit dir auf jeden Fall. Ist das okay? Klar. Perfekt. Ja, Bruder, also. Hätte er jetzt Nein gesagt, was soll er sonst sagen? Nein, ich will nicht. Genau. Jetzt verstehe ich. Kennst du mich auch? Nein. Okay, gut. Wir filmen dann nur mit der Kamera, ich mache einfach nur Spaß. Wir haben Comedy-Kanal auf YouTube. Wenn der will, der kann sich bei mir melden. Ich kann den Dings vielleicht nicht im Real Life, aber ich kann den bei GTA, bei Family Life in irgendeine Musikfraktion packen. Da kann er vielleicht ein paar GTA-Songs machen oder so, wenn er will. Da sind ja auch. Super, danke dir. Danke euch, ciao. Aber wofür steht ihr eigentlich an? Das interessiert mich echt. Ayodel Records. Oder hier BOE. Hast du die Kamera schon gesehen? Da gibt's doch genügend Label. Ja, das war so Spaß, ey. Du musst mir das Geld leider zurückgeben. Nein, das ist dein Geld natürlich. Ja, das ist so Spaß, ey. Du musst mir das Geld. Ey, seit wann ist Ira zu gottlos unterwegs? Ich feier's aber, ich sag euch, ich find das geil. Ich find das geil, Bruder. Der gibt ein bisschen Fick aktuell. Hast du die Kamera schon gesehen? Ja, das war alles so Spaß, ey. Du musst mir das Geld leider zurückgeben. Okay. Nein, das ist dein Geld. Der Arme. Okay. Nein, alles gut, Bruder, nimm. Nein, alles gut, nimm, Bruder, ja. Wir wollen ein paar positive Reaktionen sammeln. Das ist dein Geld, ich will nicht zurück. Echt? Ja, ist auf jeden Fall echt. Ja, hab ich sehr gerne gemacht, wirklich. Stark, Digga, starkes Video. Ich wünsche dem Bri hier auf jeden Fall, dass er es packt, Digga. Irgendwann, wir sehen einfach einen Banger-Song von ihm auf Spotify. Und dann erinnern wir uns, das ist der Brief von diesem Video damals gewesen. Zieh durch.